willkommen zu unserem Online-Kongress Aufbruch gemeinsam aus der Krise. Schön, dass ihr euch dafür interessiert. Wir wollen in dieser Zeit der Dunkelheit und der Angst, der Unsicherheit, ein Zeichen setzen für ein friedliches und freudvolles Miteinander. Wir haben den Kongress wie ein kleines Schatzkästchen für euch zusammengestellt. Ihr findet darin sehr viele Menschen, die für ihre Visionen und für ihre Ideen brennen, mit leuchtenden Augen und die sie auch schon lange leben, manche von ihnen seit Jahrzehnten. Der erste Tag, das ist Gründonnerstag, ist dem Leben in der Krise gewidmet und er beginnt mit Dr. Rufen Schneider. Er ist Beziehungsexperte und wird uns sagen, wie wir mit unseren Beziehungen gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und ich kann euch schon mal sagen, sein Geheimtipp ist gegenseitiger Respekt. Die zweite Gesprächspartnerin ist Angelika Rodler. Sie leitet das Eltern-Kind-Zentrum in Graz und das Doula-Training Österreich. Und sie spricht darüber, wie wir Frauen, Kinder und Gebärende während der Krise schützen können. Dritter Gesprächspartner an dem Tag ist Lukas Buchholz. Er war zu Gast bei den Kogi-Indianern und sie sind quasi Weltmeister in Resilienz. Sie schaffen es, in einer sehr anstrengenden Umgebung freudig zu überleben. Und er wird uns sagen, wie sie das machen. Der zweite Tag, Karfreitag, heißt Sterben in der Krise und wir wollen das Thema Tod beleuchten. Erster Gesprächspartner ist Dr. Alvis Gaussmann. Er spricht über die Angst vor dem Tod und welche Wirkung sie auf uns hat. Die zweite Gesprächspartnerin ist Anita Maas. Sie ist Herausgeberin des Maas-Magazins für ein erfülltes Leben. Und sie sagt uns, wieso wir die Beschäftigung mit dem Tod brauchen, um ein erfülltes Leben führen zu können. Und dritter Gesprächspartner des Tages sind Gerhard Popfinger und Stefan Ulbrich. Sie veranstalten gemeinsam Männervisionssuchen, bei denen sie in einer Initiation in der Natur die Männer an den Rand des Todes führen. Abschluss des Themas Tod ist Gilles de Generie. Er ist siebter Dan Aikido, Kampfkunstmeister, und er spricht über die Würde des Todes. Der dritte Tag heißt Wege aus der Krise und beginnt mit Barbara Böhme. Sie ist Mitglied beim NABU und sie engagiert sich für die Natur und sie erzählt uns, was wir von der Natur lernen können, wenn wir uns mit ihr verbinden, statt gegen sie zu kämpfen. Zweiter Gesprächspartner ist dann Stefan Ulbrich und Gerhard Popfinger und diesmal geht es darum, welchen Beitrag die neuen Männer leisten können, damit wir aufhören können, uns gegenseitig und die Natur auszubeuten. Und zum Abschluss kommt Laila Dregger. Sie ist Kommunikationschefin von Tamera. Das ist ein Heilungsbiotop in Portugal. Und sie hat ein wunderschönes Buch darüber geschrieben, wie die Menschen in verschiedenen Kontinenten der Erde mit Ökodörfern eine neue Perspektive in Verbindung mit der Natur leben. Und als besonderes Bonbon nach diesen drei Tagen, also der letzte Tag ist ja dann Ostersamstag, gibt es an Ostersonntag noch einen Bonus von uns, und zwar von Thomas Eberle. Er hat ein Buch geschrieben und er möchte dann euch in einem Naturvideo zeigen, wie man durch die Heilkraft der Natur seine eigenen Abwehrkräfte stärken kann. Und als weiteres Geschenk von mir gibt es jeden Tag eine schöne Meditation und ein wunderbares Lied, das zum jeweiligen Thema passt. Nähere Infos über den Zeitablauf findet ihr hier auf unserer Webseite und auch auf YouTube. Wir wünschen euch viel Vergnügen.